Das vierte Haus ist ein Spezialhaus, ist sozusagen ein Traum, habe ich mir hier als Gartendirektor erfüllen können. Das ist das sogenannte Französisch-Guyana-Haus. Hier sind wirklich nur Pflanzen aus dem Tieflandregenwald in Französisch-Guyana angesiedelt, während alle anderen Häuser natürlich ein buntes Mischmasch aus ganz verschiedenen Kontinenten beinhalten, wo einfach die Pflanzen ähnliche Anforderungen an Klima und Temperatur haben. Während im Französisch-Guyana-Haus wirklich alles so aus einer Umgebung von etwa 100 Quadratkilometern stammt, wo wir sehr viel im Tieflandregenwald von Französisch-Guyana geforscht haben. Im Sommer sind die Tropenhäuser manchmal etwas belastend, weil sie eben sehr warm, sehr feucht sind. Im Winter dagegen ist es einmalig, aus dem Schnee hier in solche Tropenhäuser zu kommen. Und ich denke, ein Besuch der Gewächshäuser rentiert sich immer.